Gruber bietet schon für kleinere Stallmiststreuer eine automatische Mengenregulierung an. Wir haben diese Option beim größten Einachser, dem SM850, ausführlich getestet. Landwirt Praxistest. Voraussetzung für eine fahrgeschwindigkeitsabhängige Ausbringregelung ist eine elektrohydraulische Steuerung des Streuers. Beim Gruber-Streuer sitzt der Steuerblock Pro Control geschützt unter dem Plateau. Er steuert alle hydraulischen Funktionen, wie zum Beispiel die optionale Stauwand und den Streuwerkschutz. Zudem regelt er über ein Proportionalventil am Kratzbodenantrieb die Streumenge. Traktorseitig ist ein doppelwirkendes bzw. einfach wirkendes Hydrauliksteuergerät mit Tankleitung notwendig. Auf Wunsch ist der Steuerblock auch Load-Sensing-fähig. Die Kratzbodengeschwindigkeit ist abhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Das hat vor allem im anspruchsvollen Gelände den Vorteil, dass sich der Landwirt aufs Fahren konzentrieren kann. Mit einem Dreh-Drück-Knopf lässt sich der Kratzboden manuell steuern. Vor dem Streuen stellt der Fahrer die gewünschte Soll-Ausbringmenge ein und aktiviert die Hydraulik. Der Streuwerkschutz muss geöffnet und die Zapfwellendrehzahl auf mindestens 450 Umdrehungen pro Minute hochgefahren sein. Optimal sind 650 Umdrehungen. Den Rest regelt das System. Gestreut wird erst ab einer einstellbaren Mindestgeschwindigkeit von 3 km/h. Ein Abweichen der momentanen Ausbringmenge von der Sollmenge wird dem Fahrer am Display angezeigt, sodass er nach eigenem Ermessen reagieren kann. Mit der Push-Taste kann man den Leerraum zwischen Stauwand und Streuwerk oder den letzten Rest einer Fuhre schnell überbrücken, ohne den eingestellten Wert zu verändern. Sollte ein Sensor ausfallen, kann der Fahrer manuell Werte festlegen und den Streuvorgang abschließen. Das Streuaggregat ist durch die Heckklappe nach unten vollkommen geschlossen. So verliert man auf der Straße keinen Mist. Beim Öffnen schwenkt die Schutzvorrichtung so weit nach oben, dass sie nicht angestreut wird. Das Streubild ist gleichmäßig und wurde von allen Testfahrern gelobt. Die Streuwalzen sind um 10 Grad schräg zum Traktor geneigt. Dadurch gelangt der Mist dosierter ins Streuaggregat und fällt nicht haufenweise hinein. Die Streubreite beträgt je nach Mist zwischen 6 und 9 Metern. Der Streuer selbst ist sauber verarbeitet, voll verzinkt und einfach zu warten. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 9,5 Tonnen ist der SM850 als Einachser ausgeführt. Besonders gut gefallen hat uns die optionale Stauwand. Sie ermöglicht ein lastfreies Anfahren und eine gleichmäßige Dosierung bei abgelagertem Mist. Der Kratzboden ist robust ausgeführt. Die vier Ketten werden an der Frontwand automatisch gespannt. Das Plateau besteht neuerdings aus Siebdruckplatten. Der Gruber SM850 mit der Streumengenregelung Flow Control kostet laut Preisliste knapp 50.000 Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer.